Bilder wie diese rufen immer wieder einen Vorwurf hervor. Die deutsche Polizei sei strukturell gewalttätig. Was ist dran an dem Vorwurf und ist Polizeigewalt am Ende vielleicht sogar legal? Darüber reden wir heute. Polizist. Das war der häufigste Berufswunsch deutscher junger Männer, als sie noch Kinder waren. Und immer noch sind die Regale der Spielzeugläden voll mit den kleinen Helden. Auch dieses Image bekommt zunehmend Risse. Deutschland soll ein Problem mit Polizeigewalt haben. Das klingt eher nach einer anonymen Armee bewaffneter Brutalos, die nach Gutdünken Menschen zusammenschlägt. Ich bin auf unzählige Artikel gestoßen, die ein sehr düsteres Bild zeichnen vom Freund und Helfer. Da werden dann in reißerischer Sprache einzelne, besonders brutal klingende Vorwürfe an die Polizei geschildert, die selbst teilweise gar nicht zu Wort kommt. Zwar ist die Polizei immer noch die Institution, der die Bürger in Deutschland am meisten Vertrauen entgegenbringen, allerdings ist dieses Vertrauen von 2018 auf 2019 um 5 Prozentpunkte gefallen. Aber was genau ist dran an den Vorwürfen? Dafür müssen wir uns zuerst eine Sache klar machen. Die Polizei darf in ihrer Arbeit Gewalt anwenden. Es wäre ja auch ziemlich merkwürdig, wenn sie zum Beispiel einen bewaffneten Raubüberfall nur durch gutes Zureden beenden müsste. Polizeigewalt ist also eigentlich schon gar nicht die richtige Bezeichnung für unrechtmäßiges Verhalten der Einsatzkräfte im Dienst. Man hört ja zum Beispiel auch immer mal wieder Meldungen wie, das Geiseldrama konnte durch den Einsatz von Polizeigewalt beendet werden. Die entscheidende Frage ist, wenden die Polizisten die Gewalt im Rahmen ihrer Befugnisse an? Also ist der Einsatz der Gewalt verhältnismäßig in Bezug auf den Zweck, der erreicht werden soll? Wie oft schießen Polizisten sozusagen übers Ziel hinaus? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Für mediales Aufsehen hat der Zwischenbericht eines Forschungsprojekts der Universität Bochum zum Thema Polizeigewalt vom September 2019 gesorgt. Die Studie legt nämlich insbesondere nahe, dass es ein sehr großes Dunkelfeld gibt. Die Wissenschaftler gehen anhand der Studie in ihrem Zwischenbericht von bis zu 12.000 Fällen mutmaßlich rechtswidriger Polizeigewalt in Deutschland pro Jahr aus. Das wären über 5-mal mehr Fälle, als bisher angezeigt wurden. Die Betroffenen gingen davon aus, dass eine Anzeige ohnehin keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Und damit haben sie nicht Unrecht. Laut dem Zwischenbericht kam es nur in 2% der angezeigten Fälle zu einem Strafverfahren. Zu einer Verurteilung kam es nur in 1% aller Fälle. Dabei haben 19% der Befragten angegeben, schwere Verletzungen, also zum Beispiel Knochenbrüche, schwere Kopfverletzungen oder innere Verletzungen davongetragen zu haben. Falls ihr euch übrigens noch näher für das Thema Gewalt interessiert, findet ihr hier mein Video zum Thema Ausländerkriminalität. Ja, die Zahlen klingen natürlich erstmal sehr krass, aber dazu muss man auch sagen, dass es sich bei dieser Forschungsarbeit um die Auswertung einer Online-Befragung handelt, die nicht repräsentativ ist. Leute, die aus ganz anderen Gründen Probleme mit der Polizei haben, hätten sich dort einfach irgendwas aus den Fingern saugen können. Ob die geschilderten Fälle auf realen Ereignissen beruhen, können die Forscher nicht überprüfen. Außerdem ist die Teilnahme an der Befragung verstärkt im Umfeld politischer Proteste und bei Fußballfans beworben worden, die besonders häufig mit der Polizei in Kontakt geraten. Warum spreche ich diese Studie hier dann überhaupt an? Weil ich trotz aller Recherche keine repräsentative Studie zu dem Thema gefunden habe. Wenn ihr verlässlichere Zahlen dazu findet, haut sie gerne in die Kommentare. Der zweite Grund ist, Zeitungsberichte geben immer wieder die Zahlen der Studie an, ohne diese Hintergründe zu erwähnen. Und selbst wenn es sich bei all diesen Fällen wirklich um Gewaltanwendungen durch Polizisten gehandelt hat, dann ist die Schilderung der Erlebnisse trotzdem sehr einseitig. Denn wir erfahren ja nicht, wie die Situation sich aus der Sicht des Beamten zugetragen hat. Wir wissen also auch nicht, ob die Maßnahmen nicht vielleicht gerechtfertigt und angemessen waren. Ich meine, natürlich fühlt sich jemand, der körperliche Gewalt erlebt, erstmal ungerecht behandelt. Das verstehe ich. Aber die Studie sagt auch, dass die meisten gemeldeten Vorfälle sich bei politischen Demonstrationen und bei Fußballspielen ereignet haben. Ohne dem Probanden zu nahe treten zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da in einigen Fällen auch ein hoher Adrenalin- und eventuell auch Alkoholpegel im Spiel war. Das hat die Studie nicht abgefragt. Und das könnte durchaus einen Einfluss darauf haben, ob man das Geschehen und mögliches eigenes Fehlverhalten, wie zum Beispiel Widerstand gegen Polizeibeamte, noch objektiv einschätzen kann. Kameras am Helm könnten sowohl Gewalt von als auch Gewalt an Polizisten aufzeichnen und damit für Klarheit sorgen. Die Medaille hat nämlich, wie immer, auch eine zweite Seite. Es gab im Jahr 2018 34.168 Fälle von tätlichen Angriffen auf oder Widerstand gegen die Polizei. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um fast 40%. Die Vorfälle der Silvesternacht in Leipzig sind ein aktuelleres Beispiel, auch wenn ich da jetzt nicht auf die Details eingehen will, zu denen es ja ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Weil ich wissen wollte, wie die Polizei selbst diese Entwicklung bewertet, lasse ich auch Benjamin Jentrow, den Sprecher der Polizeigewerkschaft Berlin, zu Wort kommen.
Ist aus Ihrer Sicht unrechtmäßige Polizeigewalt ein strukturelles Problem in Deutschland? Na, ich glaube, wir müssen hier auch differenzieren. Wir haben in unserem Land 17 verschiedene Polizeien. Es gibt 17 verschiedene Polizeigesetze, es gibt 17 verschiedene Ausstattungen von Polizeien und es gibt auch unterschiedliche Kulturen. Das kriegt man immer ganz gut mit, wenn man Großeinsätze wie beispielsweise den G20-Gipfel in Hamburg hat. Ja, da wurden teilweise Gummigeschosse durch eine Landespolizei verschossen. Die sind in ganz vielen Bundesländern verboten. Nichtsdestotrotz gibt es solche Fälle, dass auch es zu Übergriffen kommt. Wir sollten nur sehr vorsichtig sein, das als Laie vielleicht auch ordentlich einzuschätzen. Ich möchte Ihnen mal ein ganz plastisches Beispiel geben. Wenn Sie bei einer großen Demonstration sind und dann sehen Sie 10 Polizisten, die in ordentlicher Einsatzmontur rumlaufen und die tragen eine Person raus, die schon blutet, die keine Waffen dabei hat und völlig ziellos, wahllos da, so entsteht jedenfalls der Eindruck, draußen rausgetragen wird mit übermäßiger Gewalt, dann kommt es schnell mal zu rufen, hey ihr Bullenschweine und was macht ihr da völlig unrechtmäßig? Niemand hat aber vielleicht gesehen, dass die Person vorher 10 Steine auf Menschen geschmissen hat oder Glasflaschen oder vielleicht auch mit einem Stock auf irgendwen eingeprügelt hat. Ne? Nun gibt es ja durchaus auch Fälle, in denen man Polizisten Fehlverhalten nachweisen konnte. Sind die rechtlichen Möglichkeiten für die Betroffenen ausreichend? Na, ich denke schon. Also Sie haben in unserem Land jederzeit die Möglichkeit, auch eine polizeiliche Maßnahme zu hinterfragen. Ja, Sie können sich den Namen geben lassen, die Dienstnummer, Sie können dagegen vorgehen. Es gibt gesetzliche Grundlagen sowohl auf Bundesebene als auch in den einzelnen Ländern. Und es gibt ja immer diesen Begriff des ominösen Korbgeist, dass Polizisten andere Polizisten decken bei Fehlverhalten. Also das ist nicht so der Eindruck, den wir in den letzten Jahren bekommen. Da ist sicherlich auch eine Entwicklung passiert. Ich möchte nicht sagen, dass das vor 20, 30 Jahren auch schon so war. Und wir haben eher den Eindruck, dass dort schon entschlossen vorgegangen wird und dass es eben nicht so ist, dass dort bewusst was unter den Tisch gekehrt wird. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar häufig auch Situationen, wo ja ein zweiter Polizist dabei ist und wenn der feststellt, dass sein Kollege da über die Stränge geschlagen hat, dann kommt es auch meist zu einer Meldung an den Vorgesetzten und dann geht es seinen Gang. Kommen wir mal zur anderen Seite. Die Angriffe auf Polizisten sind in Deutschland 2018 um 40% gestiegen und damit auf einem Allzeithoch. Alleine in der Hauptstadt reden wir über 20 Angriffe täglich. Das ist nicht immer die schwerste Körperverletzung. Und früher war es so, dass die Kollegen ganz genau wussten, okay, bei einer Demonstration werde ich vielleicht verletzt, weil hier habe ich ein Gegenüber, beispielsweise aus der linken Szene, da werde ich als Feindbild gesehen, da werde ich angegriffen. Mittlerweile ist es so, sie können zu ganz einfachen Einsätzen kommen, eine Ruhestörung, letztlich eine häusliche Gewalt vielleicht auch und dann geraten sie ganz schnell zwischen die Fronten und man empfängt sie mit einem Golfschläger. Deutsche Polizisten haben im Jahr 2018 so häufig die Schusswaffe gezogen wie noch nie zuvor. Sehen wir hier möglicherweise den Beginn einer Gewaltspirale? Es ist in der Tat so, dass man heute fast 4-mal so oft zu einer Schusswaffe greift in Deutschland, wie es vielleicht noch vor 25 Jahren der Fall war. Entscheidend ist für uns die Zahl, aber wie oft wurde die Schusswaffe ergriffen gegen Menschen? Und da ist sie nahezu fast gleich geblieben bzw. zurückgegangen. Ja, wir hatten im vergangenen Jahr, ich glaube, ungefähr 140, 150 Schusswaffengebräuche gegen Menschen. Da ist auch die Hälfte Androhung, muss man auch ganz klar sagen. Ja, das heißt nur, dass ich einen Warnschuss in die Luft abgebe. Vor 20 Jahren waren es noch weit über 200. Das Entscheidende ist, dass sich der Schusswaffengebrauch gegen Gegenstände und gegen Tiere vervierfacht hat. Das heißt, sie haben dann vielleicht ein Wildschwein, was einer Kita zu nahe gekommen ist oder ein Fuchs beispielsweise. Da haben sich die Zahlen wirklich vervierfacht. Beim Einsatz gegen Menschen ist es relativ wenig. Aber nichtsdestotrotz ist jeder Schusswaffengebrauch einer zu viel. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass kein Polizist gerne die Schusswaffe in der Hand hat. Natürlich hat auch die Polizei schwarze Schafe, aber das ist kein Grund, sie moralisch auf eine Stufe mit den Stormtroopern zu stellen. Im Verhältnis zu etwa 1,3 Millionen bearbeiteten Notrufen pro Jahr und 5,5 Millionen verfolgten Straftaten im Jahr 2018 sind die Fälle des Amtsmissbrauchs jedenfalls eine verschwindend geringe Ausnahme. Also, wenn ihr in Gefahr seid oder dringend Hilfe braucht, dann scheut euch nicht, euch an die Polizei zu wenden. Denn die allermeisten Beamten sind genau das, was uns als Kindern beigebracht wurde, nämlich Freund und Helfer. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man echte Polizisten für YouTube-Drehs buchen kann? Ich auch nicht, aber Ari hat genau das für Das schaffst du nie getan. Das Video dazu findet ihr hier. Falls ihr Erfahrungen mit der Polizei gemacht habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir davon in den Kommentaren berichtet oder mir generell eure Meinung zum Thema schreibt. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss, bis nächste Woche.